erwähle und ernenne ich Sie zum Ritter des heiligen Grabes unseres Herrn Jesus Christus. Na, das sieht man ja auch nicht alle Tage. Es kommt einem vor wie ein Film, doch Matthias Miller wird hier gerade wirklich zum Ritter geschlagen und gehört nun zum Ritterorden vom heiligen Grab zu Jerusalem. Ist man ein bisschen aufgeregt vor so einem Tag, aber jetzt geht's ja dann gleich los. Und um an diesem Punkt zu stehen, musste Matthias Miller einige Kriterien erfüllen. Also man muss natürlich katholischen Glaubens sein, weil wir ein päpstlicher Orden sind. Und natürlich muss man auch entsprechend sich für die Kirche stark engagieren. Und natürlich, und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, man muss einen starken Bezug zum Heiligen Land haben. Dazu kommt, dass man mindestens 25 Jahre alt sein muss und einen kirchlichen Lebensstil führen sollte. Also man sollte ledig, verheiratet oder verwitwet sein. Wenn man diese Voraussetzungen erfüllt, muss man dennoch vorgeschlagen werden. Man kann sich nicht einfach selbst bewerben. Also ich bin in der katholischen Kirche schon seit langem sehr verwurzelt, war Ministrant, habe in der Kirche Orgel gespielt. Mein Vater ist selber auch Ritter und da habe ich dann so ein bisschen die Nähe dazu bekommen. Der Ritterorden vom Heiligen Grab ist weltweit der einzige katholische Orden, dem auch Frauen gleichberechtigt angehören. Rund 600 dieser Ritter haben sich am Samstag ihren Ordensmantel und Kreuz geschnappt und sind vom Schloss bis zur Jesuitenkirche prozessiert. Und das wirkt schon fast wie aus der Zeit gefallen. Kann man so sehen, natürlich auch, wenn man die Kleidung sieht, aber nichtsdestotrotz sind wir auch modern in unseren Inhalten, weil wir uns einfach, wie gesagt, für die Christen im Heiligen Land mit einsetzen und ich denke, das ist ein aktuelles Thema. Der Ritterorden vom Heiligen Grab zu Jerusalem, zu dem auch Rainer Hasselhoff, Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt, gehört, unterstützt Christen in Israel, Palästina und Jordanien. Sie beten, pilgern und unterstützen auch finanziell. Und das wird ab jetzt auch Matthias Müller tun. Er hat es geschafft und wurde von Kardinal Marx zum Ritter geschlagen. Eindrucksvoll, ergreifend, schön, ja, Teil der Ordensgemeinschaft zu sein, schönes Gefühl. Und nach so einer prunkvollen Zeremonie sind die neuen Ritter und Ordensmitglieder bereit für das, was kommt. Ich bin bereit.